Der Herbst naht und wir alle brauchen Balsam für die Seele. Und was kann es Schöneres und Beruhigenderes geben, als ein Bauer, der sein Feld pflügt, Vögel, Trommeln und natürlich 22 Mann, die einem Ball hinterherjagen. Es gibt nichts Beruhigenderes. Die Zusammenfassung des Kreisliga-Derbys zwischen Großenstein und Ronneburg wird Ihnen präsentiert vom Fliesenlegerbetrieb Matthias Hebisch und der Ölmanufaktur Röhler. Derbyzeit in Thüringen. Der SSV Großenstein trifft auf den nur 4 Kilometer entfernten FSV Ronneburg. Und die Großensteiner darf man beglückwünschen. Es gibt endlich ein neues Vereinsgebäude, das 2014 durch Brandstiftung zerstört wurde. Ist jetzt endlich fertiggestellt. Vorbei mit Containerdorf. Und hier steht uns ein richtig heißes Spiel bevor. Erster gegen Sechster. Die letzten 6 Partien der beiden Mannschaften völlig ausgeglichen. 2 Siege da, 2 Siege hier und 2 Unentschieden. Hinein ins Spiel. Und nach 3 Minuten schon die erste gelbe Karte. Frank Schumann zieht Hinske zu Boden. Und Trainer Raik Rössler, ja, der Laute hier vorne, der hat die Jungs von den Bambinis bis jetzt trainiert. Sein Co. Andreas Ude ist eher der Ruhigere. Über 400 Zuschauer sind gekommen, obwohl es viele andere gute Spiele in der Umgebung gab. Es ist ein Spiel, das den Namen Derby zu Recht verdient. Ecke Simon Ackermann und aus dem Hintergrund kommt Moritz Seemann. Der noch zu ungenau. Ackermann war früher Speerwerfer bei der Bundeswehr und seine Bälle bei den Ecken fliegen genauso weit wie seine Speere. Halbe Stunde rum. Kimi Lennox-Pelzel mit dem weiten Ball. Und dann kommt Sebastian Melzer an den Ball und drischt das Ding nach Ronneburg. Der braucht noch etwas Zielwasser. Er lupft gern die Pille, als sie einfach ins Tor zu schießen. Wichtigster Mann im Verein ist übrigens Heino, die gute Seele. Gelernter Fleischer und anerkannter Thüringer Rosterbratermeister. Er kann keine krumm aufgeplatzten oder schwarzen Roster braten. Alle sind gleich kerzengerade und toll gebräunt. Hitzige Szene. Wilcher geht in die Box und wird von Rösler gelegt. Und dann kommt noch Kapitän Jonas Dietrich, fällt drüber. Tut sich kurz weh, kann dann aber weitermachen. Kein Elfmeter, war außerhalb. Schiedsrichter Martin Tschoschke hat heute richtig gut was zu tun. Freistoß Toni Melzer, der Vati der Mannschaft mit seinen 26 Jahren. Die sind ja alle quasi im A-Jugendalter. Und da ist Jonas Dietrich eben noch unglücklich gefallen. Der Kapitän hat schon 3 Saisontore. Hier ist sein Kopfball nicht genau genug. Das Spiel nimmt immer mehr Fahrt auf. Das sehen auch die Großensteiner Fans. Maurice Wiltscher kocht Valentino Luca Harnisch ab. Was für ein Abschluss an den Pfosten. Und der Nachschuss von Wendland wird noch geblockt. Wiltscher, der ist ja immer zwischen Genie und Wahnsinn. Entweder Bundesliga-Niveau oder lustlose Diva. Er war vergangene Woche extra in Leipzig beim Sportarzt, um sich fürs Derby fit zu machen. Coach Marco Rössel ohne seinen Topscorer Oliver Hofmann, der beim Spiel gegen Pölzig 4 Buden gemacht hatte, kann durchaus zufrieden sein und es wird noch besser. Freistoß Ackermann. Der Ball kommt über Hinske zu Seemann und Wiltscher macht das Ding. 1:0 für Ronneburg. Die Bundesliga-Diva Wiltscher macht hier schön das Tor, aber der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Schwer zu sehen, aber Seemann trifft Melzer klar am Fuß, deswegen schreit er ja auch. Der Abschluss von Wiltscher dann überragend mit dem Oberschenkel. 5. Saisontreffer. Ja, Torhüter Felix Hebisch beschwert sich zu Recht. Doch unglücklich für die Großensteiner und es wird noch besser. 420 Sekunden später, 7 Minuten lang, nur Ronneburg am Start. Wiltscher jetzt mit der überragenden Vorarbeit und da ist André Müller. 2:0. Bayern-Fan und Feuerbiest. Je älter, desto besser. War mit seinem Sohn im September 4 Wochen zur Kur und hat täglich mit ihm gebolzt, um jung zu bleiben. Macht hier seinen 7. Saisontreffer. Das Spiel völlig auf den Kopf gestellt. Eine ausgeglichene Partie mit 7 starken Minuten der Gäste. Schon entschieden? Denkste. Super Flanke. Toni Melzer will Schote überlupfen, aber wird vom Bruder vom Torschütz Maurice Wiltscher gestellt und dann nochmal prallen Lennox Welker und Moritz Seemann zusammen. Doch der Reihe nach. Beim Schuss von Toni Melzer will Wiltscher, hier ist er schon im Körper von Toni drin. Für mich kann man da Elfmeter geben und die zweite Aktion, die würde ich, wenn überhaupt, für die Gastgeber pfeifen, weil er ist in der Schussbewegung. Der Ronneburger kommt von hinten. Ja, gehen beide zum Ball. Schwierige Situation in einem hitzigen Spiel.
Großenstein will's natürlich wissen. Valentin Marti mit dem Freistoß. Doch Norman Schote hält das Ding. Nach 7 Jahren Motor Altenburg ist er wieder zurück in Ronneburg. Hat 3 Mädels und eine Chefin zu Hause. Genießt die Zeit mit den Jungs. Egal, was Großenstein probiert. Bisher ist es glücklos. Und dann wieder Melzer. Lässt Wiltscher alt aussehen. Findet im Hintergrund Jakob Hinske. Oh, der Speedy Gonzales der Mannschaft trifft ihn nicht richtig. Hätte noch gehen können. Und so wird es zum Kullerball. Großenstein hat alles versucht. Es hat nicht gereicht. In einem größtenteils ausgeglichenen Derby gegen Ronneburg verliert man mit 2:0. Und Derby-Sieger, ja, das sind die anderen. Ja, gut, ich hatte 2, 3 Bälle, das reicht. Ja, die Jungs haben es vorne gut gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen eng stehen, wollen eklig sein, wollen unsere Chance nutzen. Ansonsten, wie gesagt, haben die Jungs das gut vorne weg verteidigt, brauchte ich nicht eingreifen, sind meine liebsten Tage. Woran hat es hier gelegen? Das fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Ich bin erstmal dankbar, dass ihr hier seid, die Fans hier waren. Es war ein geiles Spiel, schönes Wetter, was will man mehr, beste Voraussetzungen. Leider hat es nicht ganz geklappt, was wir uns vorgestellt haben. Das hat man dann auch in der zweiten Halbzeit sehr gesehen. Ist sehr ärgerlich. Im Endeffekt war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber der verdiente Gewinner heißt halt Ronneburg dieses Spiel. Habt ihr es aber von Anfang an hier schon gemerkt, dass hier immer ordentlich was los ist? Ist ja auch immer von Zuschauern her ordentlich viel Emotionen mit dabei und viel Unterstützung. Und ich glaube, das ist für jeden, für einen Kreisligasport als Freizeitveranstaltung eine super, super schöne Sache, sowohl als Zuschauer als auch als Spieler, wenn man hier so Unterstützung bekommt und hier ein bisschen Stimmung miterleben kann. Zum Abschluss gibt es von uns noch eine echte Räuberpistole. Nur wenige Kilometer weiter in der Oberliga bei der Wismut gab es eine Verbrecherjagd. Ein Dieb, der bei Rewe und Aldi gestohlen hatte, kletterte über den Zaun und wollte sich im Fangetümmel verstecken. Er wurde aber durch Ordner und 8 Polizeibeamte gestellt. Das Leben ist halt nicht für alle ruhig und besinnlich. Schöne Woche, euer Team Rabenfreund.